Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Und ich habe ja bei Temu diese Holzwichtel gekauft. Ich habe mir gedacht, da mache ich Karten mit. Ich habe hier schon so ein bisschen Glitzer drauf gemacht und so ein bisschen auf die Nase. So ein Nuvo ist das hier, so ein Nuvo Crystal Drops. Aber das ist ganz schön fest, dadurch sind die nicht so schön glatt und gerade geworden. Hier habe ich auch schon so ein bisschen von diesem Nuvo-Dings da drauf gemacht. Hier noch ein bisschen Glitzer. Guck mal, der Elche, so süß. Aber ich will heute den hier benutzen. Mit den Lebkuchenmann. So, packen wir die mal zur Seite. Ich habe auch schon was vorbereitet, ihr wisst ja. Sonst dauert das immer zu lange. Ich habe hier nämlich noch so ein den langen Umschlag gehabt. Da habe ich geguckt, was ich an Papier da habe, und da hatte ich hier noch so ein Reststück. Das habe ich mir dann hier so draufgelegt, geguckt, wie groß darf das sein. Und das ist jetzt ungefähr 21,2 mal 10. War ein bisschen größer, aber da nach dem Falzen war es ein bisschen ungleichmäßig. Deswegen habe ich noch ein Stück abgeschnitten. Und das nehme ich jetzt. So. Dann habe ich geguckt, hier habe ich noch so einen Aufleger mit so Tannebäumchen gehabt. Da habe ich schon mal Frohes Fest drauf embossed. Und ich habe hier mit diesem, jetzt kann es wackeln, mit diesem Distress-Tool bin ich hier einmal so über die Ränder gegangen, weil meine Klinge nicht mehr so scharf ist und das auf der einen Seite ausgefranst war, habe ich mir gedacht, machen wir das ringsrum. So, der soll hier nach unten, und ich habe mir hier auch so Restpapier, das ist das ganz dünne, das habe ich doppelt geklebt und habe mir zwei Lebkuchenmännchen ausgestanzt. Dann habe ich die auf weißes Papier geklebt und versucht auszuschneiden, aber das funktioniert ja ganz miserabel. Also beim nächsten Mal würde ich nur noch hier hinten so einen Streifen weiß hinterkleben, da wo es wirklich nötig ist. Das war eine doofe Arbeit. So, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich dieses Loch zumache. Ich glaube, da nehme ich hier so ein Band und mache da einfach eine Schleife mit. Einfach ist immer gut. So einfach ist es gar nicht. Ich und Schleifen. Aber ich probiere es mal. So, einmal ein Knoten. Einen Knoten und eine Schleife. Und es ist auch nicht so einfach. Okay, Schleifen bin ich seit der Vorschule, aber die mussten nie schön sein. Oh, nicht kaputt machen das Band. So, dann kann das da noch so ein bisschen runterhängen. Ach, die ist aber gar nicht so hässlich geworden, die Schleife. Ja, so kann das bleiben. So darf das sein. Okay, dann will ich die noch anbringen. Das habe ich mir erhöht hier. Und ich habe doch dieses blöde Dings hier bei Temu gekauft, womit man Kleidung enger machen kann. Aber ich habe mir gedacht, das kann man ja dazu nehmen, um hier diese Lebkuchenmännchen festzumachen. Also ich habe jetzt einmal von vorne reingepiekt und jetzt einmal von hinten. Weil hier hinten ist der große Schnippel und vorne ist der kleine Schnippel. Und dann wackeln die auch noch so. Gucken wir mal, wo der hin soll. Der rutscht ja noch ein bisschen runter. Würde ich den ein bisschen höher machen.
einmal durchpieken von vorne, damit ich weiß, wo ich hin muss. Und dann von hinten einmal. Okay, das hat nicht funktioniert. Nochmal von hinten rein, festhalten. Ach ja. Das hat auch nicht funktioniert. Ich sage halt, dieses Ding ist jetzt. Jawohl. Okay. Für irgendwas muss das Ding ja gut sein. Und jetzt haben wir hier so zwei Lebkuchen-Mannequins, die auch noch wackeln. Jetzt ist natürlich zu überlegen, wenn wir das jetzt hier festkleben, können wir das noch irgendwie biegen oder so oder knicken? Oder lasse ich die einfach so hängen? Umdrehen tun sie sich. Na doch, naja gut, so doll schüttelt man ja auch nicht. Ich glaube, ich lasse das einfach so, wie es ist. Ich schau mal. Jetzt mache ich erstmal hier hinten die ganzen Dinger ab. Weil die sind echt süß, diese Holzdinger. Die kann man natürlich auch als Geschenkanhänger nehmen. Ich habe euch ja gezeigt, wie ich sie gekauft habe. Die kann man auch von hinten bestempeln. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber so auf Karten. Man könnte auch den Gnom mit so einem Ding festmachen. Dann könnten die Leute, die die Karten kriegen, den auch noch als Anhänger für einen Weihnachtsbaum benutzen oder so. Das wäre auch mal eine Idee, aber ich weiß nicht. Jetzt habe ich den schon mit Klebeband versehen. Der wird also fest aufgeklebt. So, nochmal gucken. Jetzt könnten wir ja hier hinten das so aufkleben, dass die gerade bleiben. So, ich habe die jetzt so festgeklebt, dass die gerade nach unten zeigen. Jetzt habe ich die natürlich hier total verknautscht. Okay, egal, jetzt wird das hier hoffentlich ein bisschen mittig aufgeklebt. Gerade gebogen kriege. So. Irgendwie witzig, oder? Das war für irgendwas muss das Ding ja gut sein. Wie gesagt, das habe ich embossed. Macht man viel zu selten, oder? Embosst ihr viel? Dabei sieht es irgendwie immer toll aus. Und so viel mehr Arbeit macht das ja auch nicht als so ein Spruch zu stempeln und den, okay, wenn man den direkt draufstempelt, wäre natürlich cool, wenn man so ein Gold hätte und es da direkt draufstempeln könnte. Aber okay, so ist es schon in Ordnung. So finde ich das schön. Ich finde es sowieso irgendwie schöner, wenn der Spruch direkt auf dem Panel ist. Guck ich mal, er soll hier so ein bisschen mittig hin. Ich finde, das Braun mit dem Grün passt richtig gut zu dem, weil der auch so eine braune Mütze hat. Schleife. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe natürlich nicht gestempelt. Na, mal gucken, ob wir jetzt hier noch einen Stempel drauf kriegen. Weil das ist ja jetzt überhaupt nicht gerade. Nicht wirklich. Egal. Oh, wartet. Tut mir leid. Flugzeuge. Ich höre das schon gar nicht mehr. Also, naja, klar, also mich nerven sie auch. Aber manchmal, wenn ich dann hier so mit Basteln beschäftigt bin, dann habe ich ja meistens noch mein Hörspiel an. Finde ich richtig süß.
Jetzt kommt hier noch was rein. Da kommt natürlich dann auch ein Wichtel rein. Nehmen wir den. Cool. Gefällt mir richtig gut. Und der rote Umschlag passt auch dazu, oder? Jetzt haben wir jetzt hier einen Tannenbaum. Haben wir hier auch irgendwas mit so einem Lebkuchen? Nee, haben wir nicht. Dann kommt hier ein Weihnachtsbaum drauf. So. Was sagt ihr? Ist doch eine tolle Idee. Und mit den Holzdingern habe ich natürlich auch schon was vorbereitet. Habe ich schon welche ohne euch gebastelt. Ich habe noch einmal den hier gemacht. Da habe ich das nämlich auch so gemacht. Aber das ist fester. Das bewegt sich nicht so, wenn man es anfasst schon. Aber da habe ich den auf der Rückseite festgeklebt mit Tesafilm. Der ist auch süß, oder? Da habe ich auch wieder einen Aufkleber drauf. Habe ich überall auf die Briefumschläge. Dann habe ich den hier gemacht. Da habe ich das mal mit dem Band festgeklebt. Der ist auch süß. Hier habe ich mal so eine Schleifchen drauf gemacht, aber ich glaube, das gefällt mir nicht ganz so gut. Da ist auch ein Wichtel drin. Hier haben wir sie. Und zwei habe ich noch. Einmal den habe ich noch gemacht. Da habe ich wieder oben so ein Normalschleifchen drauf gemacht. Und hier habe ich außen keine Mattung, weil da habe ich die Umschläge vom Action genommen, die mit den, habe ich hier noch einen, den ich immer als, hier, die hier, den nehme ich immer als Vorlage. Und ja, dadurch sind die Karten ein bisschen kleiner. Aber, und den habe ich gemacht. Hier habe ich mal den Hintergrund gewischt. Da hatte ich mir so eine Schablone mit Tannenbäumchen gemacht. Aber so richtig gut gefällt mir die nicht so. Aber okay. Ist okay. Kommt nicht weg, wird verschickt. So schlimm ist er nicht. Aber die ist natürlich richtig cool. Vielleicht mache ich die auch noch mal ein kleiner. Und die Stanzen sind vom Temu. Die waren hier in so einem Bundle. Das sind alles so kleine Anhängerchen. Die wollte ich ja auch alle mal benutzen. Hier sind noch zwei so eine Kügelchen. Und irgendwo so ein Sternchen war auch noch da. Hier. So ein Stern ist auch noch da. Also wieder Stanzen vom Temu benutzt, Holzteilchen vom Temu benutzt und diese komische Pistole vom Temu benutzt. Oh oh, die muss ich gleich aufheben. Weil wenn weg, dann weg. Kennt ihr das auch, wenn erstmal irgendwas runterfällt vom Schreibtisch und man es nicht gleich aufhebt, dann ist es auf jeden Fall weg. Gefunden und gerettet. So, das war's von mir. Ich finde die richtig cool, die Karte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Bleibt mir alle schön gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss, eure Grobi. Tschüss.